Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden heute ein Gesetz beschließen, auf das viele Menschen in Deutschland lange gewartet haben. Es geht um die längst überfällige Einführung der Grundrente. Die Grundrente ist das zentrale sozialpolitische Reformprojekt dieser Bundesregierung. 1,3 Millionen Menschen werden von ihr profitieren. Aber gleichzeitig sage ich, es geht um mehr. Es geht um eine Richtungsentscheidung für unser Land. Es geht gerade in diesen Corona-Zeiten um die Frage, ob wir einfach zur Tagesordnung übergehen oder ob wir diese Krise als Chance begreifen, unser Land besser und gerechter zu machen, meine Damen und Herren. Es geht um den Wert der Arbeit, um die Anerkennung und den Respekt für tägliche Leistung. Es geht auch um den Platz in der sozialen Mitte unserer Gesellschaft. Auf den haben alle Menschen Anspruch in diesem Land, die hart arbeiten, die Kinder erziehen, die Angehörige pflegen. Aber, Herr Präsident, meine Damen und Herren, nach wie vor erleben leider viel zu viele Menschen mit geringen Löhnen, dass sie nicht Teil der sozialen Mitte sind, dass die soziale Mitte für sie nicht in Reichweite ist, so sehr sie sich auch abrackern, anstrengen und hart arbeiten. Und das spüren auch viele Menschen in der Alterssicherung, in der Rente. Wenn wir offen und ehrlich darüber reden, hier ist gesellschaftliches Vertrauen verloren gegangen in den vergangenen Jahren. Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft, Vertrauen in die Altersvorsorge und offen auch in unser politisches Gemeinwesen. Wir müssen deshalb dieses Vertrauen erneuern. Wir müssen hinschauen und handeln. Und die Einführung der Grundrente macht eins deutlich. Arbeit in unserer Gesellschaft, meine Damen und Herren, macht einen Unterschied, und das gilt auch für die Alterssicherung. Denn gerade die Corona-Krise macht den Handlungsbedarf wie in einem Brennglas ja sehr deutlich. Das sind letztlich dann doch die Menschen, die den Laden am Laufen halten, als Kassiererin, als Lagerarbeiter, als Altenpflegehelferin, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen, im öffentlichen Bewusstsein sind. Viele von ihnen bekommen Anerkennung, bekommen Schulterklopfen, Pralinen, Blumen. Sie werden als Heldinnen und Helden des Alltags gefeiert. Das, meine Damen und Herren, ist nett gemeint, ändert aber nichts daran, dass diese Menschen am Ende des Monats und im Ruhestand zu wenig rausbekommen. Und deshalb sage ich, es geht um Anerkennung, gar keine Frage. Aber es ist nicht bei warmen Worten zu belassen. Diese Menschen brauchen in harter Währung mehr Geld in der Tasche, und zwar in Löhnen und im Alter. Es geht nicht nur um Anerkennung und schon gar nicht allein um Pralinen. Es geht im Kern um Leistungsgerechtigkeit, meine Damen und Herren. Und es ist auch eine Frage des Anstandes. Denn ohne diese Menschen, von denen ich gerade gesprochen habe, und viele andere auch, würde unser Land nicht funktionieren. Es geht aber auch um Verlässlichkeit, um die Verlässlichkeit dieser großen Koalition. Wir haben lange gerungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch kein Geheimnis. Aber ich finde, es ist richtig gut, dass diese Regierung gerade in diesen Zeiten beweist, dass man zu guten Lösungen gemeinschaftlich auch in der Lage ist. Zu ringen um die beste Lösung mit unterschiedlichen Positionen ist keine Schande. Aber nicht zu Ergebnissen zu kommen, das wäre eine Schande gewesen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber es ist letztendlich auch eine Frage in dieser Zeit der wirtschaftlichen Vernunft. Denn wir stärken die Kaufkraft der Menschen an dieser Stelle. Und die Rede ist vor allen Dingen von Frauen, die in diesem Land von der Grundrente profitieren würden. 70% und mehr als werden Frauen profitieren. Und ich rede von Frauen wie beispielsweise von Susanne Holtkotte. Susanne Holtkotte arbeitet in Bochum. Sie steht mitten im Leben, auch im Berufsleben. Sie ist Reinigungskraft in einem Krankenhaus im Ruhrgebiet. Das ist ein Knochenjob, aber er ist, wie man heute sagt, systemrelevant, weil sonst Hygiene in Krankenhäusern nicht zu gewährleisten wäre. Susanne Holtkotte verdient den Mindestlohn im Gebäudereinigerhandwerk. Das ist nicht viel Geld. Sie arbeitet jeden Tag und kann das nicht aus dem Homeoffice tun. Sie hat nach derzeitiger Rechtslage, in 18 Jahren geht sie in Rente, einen Rentenbezug von nur 760 Euro. Meine Damen und Herren, mit der Grundrente könnte sie, wenn sie ihr Berufsleben so fortsetzt, immerhin mal 1.030 Euro bekommen. Das ist auch noch kein Reichtum. Aber für Susanne Holtkotte macht das einen Unterschied. Und deshalb ist es ein guter Tag für Menschen, die hart arbeiten in diesem Land. Und Herr Präsident, meine Damen und Herren, Susanne Holtkotte ist heute hier. Sie sitzt da oben auf der Bank. Ich möchte ihr mal herzlich Danke sagen für die Arbeit, die sie macht. Sie können das heute auch mal live machen für Menschen, die im Alltag ihren Mann und ihre Frau stehen, systemrelevant sind, zu applaudieren.
Und Susanne Holtkotte, meine Damen und Herren, hat sich eingesetzt für die Grundrente. Dafür bin ich ihr auch dankbar. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für ihre Kolleginnen und Kollegen. Liebe Susanne, ganz herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das wollte ich an dieser Stelle auch noch mal loswerden. Meine Damen und Herren, wir sorgen mit der Grundrente dafür, dass 1,3 Millionen Menschen davon profitieren. Es geht um einen Zuschlag auf die Rente für diejenigen, die hart gearbeitet haben, und zwar ohne Anträge. Es wird ja viel über Bürokratie gesprochen in diesem Zusammenhang. Dass wir die Bürgerinnen und Bürger durch einen automatischen Abklaus zwischen Rentenversicherung und Steuerverwaltung letztendlich vor Bürokratie freihalten, dass wir sie nicht mit Anträgen belasten, das ist für mich ein moderner Sozialstaat, meine Damen und Herren. Es geht nämlich nicht darum, irgendwelches Almosen zu verteilen. Die Menschen haben sich das erworben. Es geht um eine Grundrente und nicht an diesem Punkt um ein Almosen. Deshalb ist das der richtige Weg, dass wir das automatisch machen. Applaus. Präsident, meine Damen und Herren, mit der Grundrente erneuern wir ein Kernversprechen unseres Sozialstaats. Wer sein Leben lang gearbeitet hat, ist auch im Alter abgesichert. Und er gehört und Sie gehören zur sozialen Mitte unserer Gesellschaft. Darum muss es gehen. Ich bitte Sie also heute um Zustimmung für die Einführung der Grundrente in Deutschland. Herzlichen Dank. Applaus.